Willkommen zu einer neuen Runde Mass Effect. In der letzten Folge, Mann, da haben wir so viel erlebt. Wir haben die Matriarchin Benesia, gut, die haben wir schon in der vorletzten Folge, aber das hing uns da noch nach. Und das, was wir dort vorgefunden haben, war eine Königin von diesen Rachni, diesen Insektenkrabbelfiechern, die haben wir, ja, befreit. Ob das so schlau war, weiß ich noch nicht. Dann haben wir dort noch einen Wissenschaftler gefunden, der uns über die Rachni ein wenig aufgeklärt hat oder beziehungsweise aufgeklärt hat, dass ja die Herrschaften Insektoiden nicht mehr zu retten sind. Im Endeffekt hat die Mutter das ja auch schon erzählt gehabt, die Königin der Insekten. Naja, auf jeden Fall sind wir in diesem Trakt jetzt fertig und jetzt steht endlich wieder eine Zugfahrt an. Und zwar fahren wir jetzt wieder zurück zur Riftstation. Und werden dort Bericht erstatten, was wir alles Tolles erlebt haben. Wie geht es jetzt weiter, Commander? Fliegen wir zum Mu-Portal? Mu-Portal. Ja, das Mu-Portal ist mit Dutzenden Systemen verbunden. Solange wir nicht genau wissen, wo Saren ist, verschwenden wir nur Zeit. Der Commander hat recht. Wir können nicht einfach blind loslegen. Wir müssen noch mehr über Saren erfahren. Seit wann haben Sie hier etwas zu sagen? Hat unser Commander das Kommando abgegeben, als ich nicht aufgepasst habe? Alter, chill mal. Die Asari spielen hier nicht die entscheidende Rolle, sondern ich gebe hier die Befehle. Verstanden? Verzeihen Sie, Commander. Ich wollte nur helfen. Ja, es war jetzt nicht... Ich wollte eigentlich die andere anschnauzen. Das ist keine einfache Mission. Wir sind alle überarbeitet. Wir müssen uns jetzt alle etwas ausruhen. Für den Augenblick, alle wegtreten. Der Bericht über Noveria ist rausgegangen, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Auch immer dieses zum Rat durchstellen, naja. Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Können wir davon ausgehen, dass Ihr Bericht präzise ist, Commander? Sie haben Rachni auf Noveria vorgefunden? Sie haben die Königin davonkommen lassen. Haben Sie eigentlich irgendeine Vorstellung von den Konsequenzen? Wissen Sie, wie viele Generationen es dauern wird, bis Sie die Galaxie überrennen? 3? Oder nein? 4? Das ist kein Spaß, Commander. Die Rachni zählten zu den größten Bedrohungen, der die Galaxie jemals ausgesetzt war. Boah, ja, das kann wohl angehen. Ja, nicht mein Problem. Wahrscheinlich machen sie es zu meinem Problem. Wir können ja mal so tun, als ob wir davon überzeugt sind. Wir können einfach wieder auflegen. Nein, wir tun einfach mal so, als wären wir der große Insektoloiden-Experte. Insektenguru. Diese Königin ist anders. Sie versteht, warum ihr Volk das letzte Mal ausgelöscht werden musste. Ich hoffe, dass Sie recht haben, Shepard. Wenn nicht, dann werden unsere Kinder den Preis dafür bezahlen. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht, Commander. Der alte Stinksack. Immer ist er nur am Meckern. Ja, jetzt müssen wir uns wohl ein neues Ziel aussuchen, ne? Ich möchte ja eigentlich immer noch diese Nebenmission mit der VI machen. Dieses. In das Sonnensystem des lokalen Clusters, ja. Des Erdenmondes. Noveria, Morana. Milchstraße. Kann man noch weiter raus? Nee, kann man nicht. Okay. Noveria. Ja, ja, da sind wir ja jetzt. Noveria. Aber wir wollen ja...
will ja diese VI finden. Lokaler Cluster. Sol. Ja, dann auf nach Sol. Venus. Ach, guck an, wir sind tatsächlich Donnerlittchen. Ja, aber jetzt wissen wir ja nicht. Welchen von denen sollen wir jetzt ansteuern? Jetzt nicht so richtig mit dabei. Na gut, wir sind ja schon mal hier, das ist schon mal nicht schlecht. Des Erdenmondes, ja. Wenn ich jetzt mal wüsste, welcher hier der Mond ist. Also wir haben eine Sonne. Pluto zählt ja nicht so richtig. Mal links an. Geht nicht, aha. Nö. Bin hier Trial and Error auf dem Mars. Wir können nicht auf dem Mars landen. Okay, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Wir können nicht mal auf der Erde landen. Ich brech ab. Oh. Hey. Da. Ah. Siehste mal. Habe ich übersehen, den Mond. Ja, wen nehmen wir mit? Ach, ich finde eigentlich, wir sind ganz gut gefahren mit der Kombination aus den beiden. Ja, bombenmäßig. Trümmer. Allianz Testgelände. Ah ja, da ist dieses Testgelände. Aber ich finde, wir könnten erstmal da diese Trümmer untersuchen. Ne? Trümmer finde ich. Eine gucken ist immer gut. Warum habe ich eigentlich keine Hupe? Nö, nö. Moin. Was war das? Mondunebenheiten. Hummer. Toll. Gar keine Steine. Machen wir natürlich von Hand hier. So, bitte. Nee, das ist doof. Da. Oh. Mist. Ah! War ich zu langsam? Na komm, dann machen wir es nochmal.
Man muss ja eigentlich immer nur einen guten Zeitpunkt abpassen und dann kann man in einem durchrutschen. Toll. Haben wir das auch erkannt. Entdeckt. Was auch immer. Warum ist denn das da rot? Wahrscheinlich, weil wir da am Rand der Karte sind, oder? Mal schauen. Ja, genau, das ist Begrenzung. Das sieht doch ganz schön steil aus. Ob wir da hochkommen, weiß ich nicht. Ja, erstmal hier jetzt. Aber das klappt doch niemals. Attacke! Oh, siehst du mal hier, unser Panzer ist einfach unaufhaltsam. Na, sieh mal, einer guckt. So, und da finden wir dann jetzt gleich. Wir werden auf jeden Fall. Ja, wunderbar, wir werden auch gleich beschossen. Werden wir auf jeden Fall hier gleich wärmstens empfangen und wir wollen ja versuchen, das nicht alles kaputt zu machen, aber ich habe irgendwie gedacht, das geht leichter. Also könnten wir hier theoretisch, weiß nicht, ob wir das ausprobieren sollten. Oh, diese Steuerung, ne? Hm. Ja, nichts, nix. So, alles kaputt gemacht. Wenn hier so Kisten deckungsmäßig aufgebaut sind, dann werde ich immer gleich misstrauisch. Leichtes beruhigendes Geklimper. Mittelschwer. Schaffen wir. Guck an, so. Schon rein, ey.
Mann, Mann. Hier, du brauchst einen Mad Eagle. Soll ich diese Anschlüsse hier kaputt schießen? Kann ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Ach, da geht's noch weiter, siehst du mal. Ja, also ich könnte schwören, wenn ich da jetzt reingehe, dass es nochmal wieder Randale gibt. Und das heben wir uns mal auf für die nächste Folge.